Wir haben hier ein Modell einer E-Clutch, einer elektrifizierten Kupplung. Und das nutzen wir dazu, zum Beispiel um Segeln einzuführen. Das heißt, normalerweise ist der Fahrer über das Kupplungspedal der Chef für das Kuppeln und fürs Schalten. Wir haben aber einen Aktuator integriert in das System. Und dieser kann in Situationen, wo es sinnvoll ist für den Verbrauch, sprich wenn der Fahrer in eine Ortschaft reinfährt, geht vom Gas, dann ist es sinnvoll, die Kupplung zu öffnen. Und das macht dieser Aktuator automatisiert, ohne Zutun des Fahrers. Und man kann dann auch den Motor abschalten und damit entsprechend Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen einsparen.